gerade noch mal gut, Jan. Oh Mann, was ist denn passiert, Papa Schlumpf? Ich glaube, das Eis ist gebrochen und wir sind frei. Papi, sieh mal. Väterchen Frost hat wohl nicht so viel Glück gehabt. Vielleicht sollten wir lieber verschwinden, solange noch Gelegenheit ist. Nein, wir können ihn hier nicht so liegen lassen. Hefty, pass mal an. Wird's gemacht, Papa Schlumpf. Ich helfe auch mit, Papa. Ja, ich auch. Aber warum habt ihr mich gerettet? Ich denke, ihr seid hier, um mich zu vernichten. Dich zu vernichten? Warum sollten wir dich vernichten wollen? Na ja, weil ich doch die Winterkälte bringe. Schließlich beschweren sich immer wieder alle, dass ich die Pflanzen sterben lasse und die Vögel vertreibe. Was bleibt mir denn übrig? Wenn niemand je ein freundliches Wort für Väterchen Frost hat, muss ich doch verbittern. Blätternde Streifenhörnchen, aber ich liebe den Winter. Wirklich? Wenn ihr nicht gekommen seid, mich loszuwerden. Aber warum denn dann? Wir brauchen einen Tropfen vom reinsten Wasser der Welt. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt, Freunde? Folgt mir! Dort ist es, meine kleinen Freunde. Bedient euch! Danke, aber ein Tropfen reicht uns. Du bist doch hier rein, da ist es sicher. Danke für die Hilfe, Väterchen Frost. Es war mir ein Vergnügen, Papa Schlumpf. Zauberschuh, bring uns jetzt an die zweite Ecke der Welt. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, Väterchen Frost. Ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch. Sieh doch, Azrael, die Schlümpfe, die kommen hier entlang. Das werden wir der Wüsten der elenden Natur. Ach, oh, diese Kälte. Eier Bladern! Hier gibt's kein Wasser, Sassett. Dies ist eine Wüste. Kein Wasser? Und wie nennst du das da? Lordi, warte! Das ist eine Fata Morgana, ich wollte es dir gerade sagen. Was du willst, Azrael, aber beweg dich nicht. Ba, hu, ha, hi, a. Aua, 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 aua. Ich fürchte, ich werde nie wieder sitzen können. Au. Aber wenigstens ist sonst alles heil geblieben. Das ist ja ungeheuerlich. Sieht unheimlich aus, wer hier wohl wohnt. Entschuldigen Sie bitte, ist jemand daheim? Nein, Sassett. Im Gegenteil, das ist die Pyramide der Zenobia. Diese Schlümpfe dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Nichts weg. Was die hier für staubige Wurzeln haben, da kriegt man ja keine Luft. Das ist ja wirklich gut, dich hier drin. Und das ist nur der Anfang, kleines Sassett. Wir müssen nämlich noch in das Labyrinth des Wahnsinns. Dort werden wir eine antike Urne finden, die das zweite Element enthält. Also, worauf warten wir? Packen wir es an! Nicht so schnell, Hefty. Das Labyrinth steckt voller Fallen. Nicht mal ich hab's geschafft, da durchzukommen. Tja, ich fürchte mich vor nichts, Opa. Ach, du verschlumpfte Leute. Was ist denn bloß in dieser Kiste drin? Was hier? Du schreck keine Mumie, lauter Was für eine geniale Verkleidung, Azrael. Passt auf, wo ihr hintretet. Hier wimmelt es von unerfreulichen Überraschungen. Und wehe, du fasst irgendetwas an, Sassett. Keine Sorge, Hefty. Du kannst dich auf mich verlassen. Jawohl, nimm das und das. Das wäre der richtige Weg. Ich fühle es. Ja, die Probleme. Au, 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 au.
der Schatz lohnt all diesen Ärger, Asrael. Tut mir leid, Toffee, aber ich versuche doch nur zu helfen. Obwohl wir jede Hilfe brauchen können, Sasset, kommt uns deine Hilfe manchmal ein bisschen in die Quere. Du musst einfach vorsichtiger sein. Ja, wie der weise Mann sagt, wer erst schaut, bevor er springt, wird immer schlumpfig lang. Opa! Danke für die Hilfe, Muskelkreuz. Ich heiße Hefti, Gufti. Fliegende Flusspferde, wie sollen wir jemals da rüberkommen? Da geht es ganz schön tief runter. Sieht aus, als müsste ich diesen verkommenen Schlümpfen schon wieder helfen. Aber ich muss diesen Schatz kriegen. Großer Schlumpf, die Mumie greift uns an. Hey, meine kleinen Schlümpfe, hier entlang. Nein, das ist gemein und ungerecht. Aua, das war das letzte Mal, dass ich diesen Blaumeisen geholfen habe. Das allerletzte Mal. Ich hoffe, die Mumie findet uns nicht, bevor wir die Urne gefunden haben. Wo diese Stufen wohl hinführen? Ich bin mal nach. Wart auf uns, Asset! Flatternde Fledermäuse, seht nur! Die Urne! Ich hab die Urne gefunden! Oh, Sasset! Ach, du großer Schreck! Ich hab gedacht, das sei die Urne! Furchtbar! Sie hätte dich töten können! Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Ja, an deiner Stelle würde ich das Denken uns überlassen. Alles ganz gemein! Keiner hat mich wirklich lieb! Ach, was haben wir denn hier? Sollte das etwa der Schatz sein? Mami! Mami! Die Mumie! Gib denn diese Mumie nie auf? Oho. Nimmt dieses Labyrinth überhaupt kein Ende, Opa? Aber sicher, mein Schlumpf. Eine Sackgasse. Was machen wir denn jetzt? Ja. Ich glaube, wir sind am richtigen Ort gelandet. Ja, du hast recht. Das ist die Urne der Erde. Niemand kommt hier durch, ohne das Rätsel der Sphinx gelöst zu haben. Niemand. Ich liebe Rätsel. Sehr gut. Was ist am Morgen lang? Folgt dir den ganzen Tag und verschwindet in der Nacht. Das ist einfach. Das ist ein... Was ist das, Papa Schlumpf? Ich bin mir nicht sicher, Hefti. Warte, es liegt mir auf der Zunge. Es ist lang am Morgen, folgt dir den ganzen Tag und verschwindet in der Nacht? Ich weiß. Es ist mein Schatten. Herzlichen Glückwunsch. Noch nie hat jemand die richtige Antwort herausgefunden. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, kleiner Schlumpfi. Du bist zwar klein, Sasset, nichtsdestoweniger bist du uns eine sehr große Hilfe. Oh, ich danke dir, Hefti. Seht mal da, aber wir nehmen mit, was wir gesucht haben. Auf Wiedersehen. Niemand kommt hier durch, ohne das Rätsel des Sphinx gelöst zu haben. Niemand. Was ist am Morgen lang? Folgt dir den ganzen Tag und verschwindet in der Nacht. Bitte, Madame Sphinx, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für Rätsel. Ich denke ja schon nach. Ist es ein Bart? Nein, Bauchbeben? Nein, die Mumie Gargamel? Nein, ich bin zu meiner Mami. Schneller, Graben, Schlumpfe, Papa Schlumpf hat gesagt, ihr habt nur bis Sonnenuntergang Zeit, um Opa-Kiste zu finden. Außerdem solltet ihr immer dran denken. Pass auf, wo ihr hintretet. Ah,
ja. Du bist eine dichte Hilfe, Baby Schlumpf. Hast du schon was gefunden, Schurfi? Noch nichts, Schlumpfine. Nur diese wertlosen Steine. Oh je, tja. Na dann mach weiter. Was ist denn das? Oh, ein Spiegel. Tja, der ist